Hallo, Markus Wecker mit einem weiteren Screencast für Adobe Illustrator CC. Im letzten Screencast habe ich gezeigt, wie man eine solche schwedische Flagge konstruieren kann und diesmal möchte ich die norwegische konstruieren. Jetzt ist der Gedanke natürlich naheliegend, dass man einfach hingehen kann und die Fläche hier im Hintergrund rot einfärben und anschließend diese beiden Objekte auswählen und ihnen die Farbe weiß, na, blau verleihen kann. So. Und anschließend dann für diese Objekte hier noch eine Kontur vergeben. Das heißt, ich bringe die Kontur in den Vordergrund und wähle dann anschließend hier weiß als Konturfarbe. Jetzt mache ich das Ganze noch etwas stärker. Na. Das Problem dabei ist ganz einfach, zunächst mal das hier, dass sich diese beiden hier überschneiden, was ich allerdings noch relativ einfach beheben kann. So, ich wähle diese beiden aus, da gibt es nämlich im Menüfenster die Palette Pathfinder, der Pfadfinder, und hier gibt es diese Schaltflächen, mit denen ich mir zwei ausgewählte Objekte miteinander vereinen kann. So. Gut, dieses Problem wäre behoben, aber das Problem ist nach wie vor noch, dass die Kontur hier nach innen geht auch. Und jetzt habe ich zwar die Möglichkeit, dann als nächstes zu versuchen, die Kontur außen auszurichten. Innen wäre gerade das Verkehrte, außen auszurichten. So. Sieht das bisher relativ korrekt aus? Das Problem ergibt sich erst dann, wenn ich das Ganze vor eine andersfarbige Fläche stellen möchte. Bringe diese Fläche noch in den Hintergrund anordnen. Habe jetzt mit einem Rechtsklick gemacht, anordnen in den Hintergrund. So. Und hier sieht man, was das Problem dabei ist. Die Kontur geht immer komplett um ein ganzes Objekt rum und ich kann sie nicht hier wegmachen. So. Gut, also funktioniert diese Methode nicht. Ich muss also anders vorgehen und zwar so. Dieses Mal möchte ich mit absoluten Proportionen arbeiten und ich beginne so wie vorher mit einem Quadrat, also der gedruckte Shift-Taste. Erstelle ich zunächst mal ein Quadrat und die Flächenfarbe hier soll rot werden, wie das hier bei der Flagge eben ist. Zunächst mal kann ich durch Drücken der Rautentaste, ich habe die Kontur im Vordergrund, durch Drücken von Raute geht die Kontur weg, durch Drücken von X bekomme ich die Fläche in den Vordergrund und hier weise ich jetzt eben ein Rot zu. Als nächstes kopiere ich mir das in die Zwischenablage mit Command C und füge es anschließend über das Menü Bearbeiten wieder davor ein. Das wäre dann Command F. Sieht man jetzt keinen Unterschied, weil ich natürlich jetzt das gleiche Objekt nochmal an der gleichen Stelle eingefügt habe. Ich mache mal die Farbe von diesem Balken gleich blau oder besser gesagt weiß, wie es hier sein soll. Und die Breite dieses weißen Balkens hätte ich gern ein Drittel der Gesamthöhe. Also machen wir zunächst mal Flächenfarbe weiß. Und als nächstes möchte ich eben die Höhe dieses Objekts dritteln. Das mache ich hier über die Palette Transformieren. Bei einem größeren Bildschirm sind unter Umständen auch die Eingabefelder für Breite und Höhe in diesem Bereich hier verfügbar. Wichtig dabei ist jetzt, dass das Verketten dieser beiden Felder nicht aktiviert ist und zum Zweiten, dass hier der Bezugspunkt auf Mitte steht. Den Ursprung oder Bezugspunkt habe ich ja bereits in einem früheren Screencast bereits erklärt. So, jetzt eben klicke ich hier hinter das Millimeter bzw. gehe noch mit der Pfeiltaste hinter das Millimeter und teile mir dieses Objekt, diese Höhe oder diesen Wert hier durch 3. Also es wäre bei mir auf der Kleintastatur Shift 7, das wäre Schrägstrich für, 3, für geteilt und 3 und dann das Ganze noch mit Enter bestätigen, das Ganze wird dann eingestellt. Ja, ich wollte nicht schummeln, das sollte keine österreichische Flagge werden, sondern natürlich die norwegische. So. In der Zwischenablage müsste sich immer noch dieser rote Balken befinden oder das rote Quadrat befinden. Mit Command F kann ich das nochmal einfügen, Menü bearbeiten, das wäre davor einfügen, Command F, das ist das, was ich jetzt gemacht habe. Und dieser Balken soll dann blau werden und wieder das Ganze proportional, ich hätte gerne ein Viertel der Gesamthöhe, also wähle ich jetzt hier bei der Höhe, klicke ich hier hinten rein und teile den Wert diesmal durch 4. Und Enter. Und damit hätte ich jetzt eben diese ganzen oder diese Dinge hier mit exakten Proportionen konstruiert. Das heißt, der weiße Balken ein Drittel der Gesamthöhe, der blaue Balken ein Viertel der Gesamthöhe.
Nächster Schritt, das Ganze soll gedreht werden. Dazu wähle ich den blauen Balken aus, bei gedrückter Shift-Taste den weißen Balken dahinter. Rote Balken ist nicht mit ausgewählt. Und das Ganze möchte ich jetzt drehen. Kleiner Trick dazu, es gibt hier das Drehen-Werkzeug. Der Tastaturkürzel dafür ist R wie Rotieren. Also drücke ich die R-Taste, da ist das Werkzeug ausgewählt. Und durch Drücken von Enter bekomme ich denselben Dialog. Das ist genau der Dialog, den ich vorher hier aufgerufen hatte oder im letzten Tutorial hier aufgerufen hatte über Objekt transformieren und dann drehen. Ja. Den Wert vom letzten Mal habe ich noch drin, 90 Grad. Ich kann mir das Ganze davor schon mal ansehen, ist korrekt. Bestätige das Ganze jetzt nicht mit OK, sondern indem ich Kopieren drücke und damit hätte ich das jetzt eben hier so eingestellt. Natürlich soll dieser weiße Streifen hier nicht über diesen Balken hinweg verlaufen. Was ich machen kann, ist den Balken hier auswählen und mit einem Rechtsklick oder übers Menü Objekt oder, falls ich ihn wüsste, den entsprechenden Tastaturbefehl hier nach vorne bringen. Letzter Schritt, die Flagge soll natürlich nicht quadratisch sein, sondern im Querformat. Dazu möchte ich das zur Seite erweitern, aber auch hierfür möchte ich in diesem Fall eine Proportion verwenden und zwar soll die Grundfläche am Ende ein Seitenverhältnis haben von 3 in der Breite zu 2 in der Höhe. Das heißt, die Rechnung sieht dann so aus, dass ich mir das Quadrat bzw. eben das quadratische Hintergrundfläche mit den beiden Balken in Blau und Weiß aktiviere und jetzt dann Transformieren wähle. Der Bezugspunkt muss auf links ausgewählt sein, weil die linke Seite soll stehen bleiben, die Erweiterung soll nur rechts dazukommen. Und dann wähle ich jetzt in diesem Fall bei der Breite mal 1,5. Bestätige das Ganze mit Enter und damit hätte ich jetzt ein Seitenverhältnis von 2 zu 3. Was fehlt noch? Ich möchte noch eine Kontur dazu, das heißt, ich aktiviere nochmal die Fläche hier im Hintergrund, bringe die Kontur in den Vordergrund durch Drücken der X-Taste und wähle Schwarz als Vordergrundfarbe. Kann das Ganze noch etwas ausdehnen und die Kontur soll in diesem Fall nicht nach innen gehen, sondern nur nach außen. Dazu klicke ich dann hier auf. Die Schaltfläche für die, oder den Link, oder was wie auch immer man das nennen möchte, für die Kontur und stelle ein, dass die Kontur nach außen ausgerichtet sein soll.